einen Balken weniger. Und dann merkt man das schon, weil es sehr, sehr viel ist, was hier auf einen trifft. An Maschinen, Verkabelung, weil ich ja immer mehr und mehr mache. Aber ich habe auch halt Bock drauf, will halt alles machen. Was auch nachher sich dann mit Witchcraft und dem Ganzen auch noch aussetzen wird. Da werde ich mir das noch anschauen. Witchcraft, Farmcraft. Da werde ich in so einen magischen Wald gehen. Einerseits wegen diesen Beans und das andere wegen dem Aura Notes, die da manchmal oder häufiger sind und auch existieren. Natürlich Witchcraft, Farmcraft. Farmcraft habe ich ja damals kurzzeitig ein bisschen angefangen und hatte immer Bock drauf. Ich habe es dann im Singleplayer beziehungsweise ohne aufzunehmen gemacht. Fand ich super, was man alles machen kann. Auch insbesondere später, wenn man halt seine Pflanzen wachsen haben möchte, ohne Fertilizer, dann kann man das super gut machen. Gibt es halt so eine Funktion, dass man halt so eine Lamp of Growth aufstellt. Ich weiß gar nicht, ob die hier vorhanden ist, aber ich glaube mal schon. Lamp of... Da ist ja genau, Lamp of Growth, und dann gibt es auf Fertilizer. Deswegen Lamp of Growth. Hammerteil. Wirklich ein Hammerteil ist das. Besonders wenn man das gut gebaut hat. Das Ganze kann man da viel, viel mitmachen. Oh, meine Stimme in meinem Mund. So. Ja, die Aufnahme läuft. Schon mal, dass ich nur Stream-Vorschau gemacht habe. Und dann ist die ganze Aufnahme weg gewesen. Kommt mal vor, kann mal passieren, wenn man halt was einstellt, wie jetzt sich mit der Liste. Wollte ich schauen, ob die jetzt da passend sitzt, aber sie sitzt eigentlich ganz okay, die kann ruhig da bleiben. Abstreichen werde ich sie dann so machen, dass ich dann halt beim nächsten Folge sie dann, beziehungsweise beim nächsten, oder wenn das Projekt zu Ende ist, dann halt durchstreichen werde. Oder rausnehmen werde. Das muss ich mal schauen. Ich glaube, ich finde durchstreichen ganz interessanter. Okay, überall den Rand. Ja, jetzt sieht man, dass es echt gut aussieht. Ich anfangs nicht gedacht, aber ich habe mir doch Hoffnung gemacht, dass es wirklich so gut aussieht, oder so, zumindest so gut aussieht, in dem Sinne, dass es kein Schandfleck ist. Da sind nichts, genau, da muss ich noch Erde überall hinziehen, da muss dann Boden rein. Das kann ich eigentlich noch machen, Boden holen. Könnte ich eigentlich, was nehme ich denn da für einen Boden? Nehme ich Basalt oder nehme ich da Spoosewood? Ich glaube, da kann ich auch Spoosewood Slabs hier nehmen. Das ist, glaube ich, gar nicht so mal so schlimm. Ja, okay, du kannst jetzt da bleiben. Ist ja egal. Oh, ich höre schon eine Katze. Ich habe da keine Lust drauf. Katzen mag ich nicht. Besonders in Minecraft. Wie viele für Dinger fehlen? Noch drei, ne? Meine drei Container hier. Holen wir die auch mal hin. Das kann weg. Das brauchen wir erstmal nicht. Mal schauen, dass ich noch ein paar herstellen werde. Aber oben habe ich noch was verbessert, stimmt. Das kann ich euch gleich noch zeigen. Beziehungsweise ich habe da nur ein bisschen hingebaut, damit das halt ein bisschen mit funktioniert. So. Wir wollen jetzt erstmal ein Stack. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 217. Okay. Sich dann auch erledigt. Mit der Aussage, dass ich noch so viele brauche. Also kommt der nicht hier rein, gestimmt. Ich hätte bestimmt noch welche übrig. Aber rein damit. Frage mich. Ne, ich glaube, ich lasse das. Das passt ja von oben optischer besser. Ich hatte erst die Befürchtung, weil er halt dieses Braun über den Bienen Stöcken echt dumm aussieht, aber jetzt in der Kombination zum Haus macht das doch einen optischen Unterschied in dem Ganzen. So, ich glaube, ich habe alle. Ne, 1, 2. Definitiv.
können wir alles verdrahten, können ein paar Bienen reinsetzen, die ich sowieso noch übrig habe. Ich habe da noch ein paar im Wasser gesetzt, die will ich auch noch automatisieren. Aber sie dann noch später hier hinholen. So, muss dann natürlich hier drunter. Aber das kommt gleich. Okay, jetzt brauchen wir eine Spitzhacke. Einmal das. Ja gut, dass der Boden nachher sowieso wieder rauskommt. Das war mir ja klar. Basalt ist sowieso. Wenn ich es wieder gleich kaputt mache, dann ist wieder eine andere Basaltform. Aber es macht ja nichts aus, sieht man ja eh nicht. Es geht dann eher über das Oberflächliche, was hier ist. So, 1, 2, 3. Jetzt kann ich aber erst das Dach ziehen kann auch. Würde mir ein bisschen vereinfachen. Ich jetzt auch sagen kann, Moment. Einmal dit. Mach einfach nur so. Hallo. Ah, okay, funktioniert auch so. Dich muss ich da raus haben. Das ist wieder der Hund. Der Hund, der bellt da wieder. Muss ja das Fenster mal zumachen. Machen wir kurz das Fenster zu. Ihr könnt euch die mal das angucken hier. So, im ganzen Chaos wieder zurück. Ah, jetzt muss ich wieder das Headset richtig aufsetzen. Alles klar. Okay, jetzt kommt die Verdrahtung, beziehungsweise da kommt noch der Block raus. Ja, ist die Frage. Wo machen wir was rein? Eher das. Und zweitens, führen wir alles hier hinten rein, würde ich auch sagen. Alles hier? Oder, Moment. Ah, jetzt bin ich so schnell gelaufen. Kriegen wir alles hier reinsortiert? Ja. Ich glaube, ich kann alles in diese Kisten sortieren hier. Ich hole mal eben eine Chest, wie immer. Chest. Will aber Crystal Chests haben, weil ich die ganz gut finde. Mach mal pro forma 8 Stück. Jetzt brauchen wir noch Itempipes. Da können wir ruhig zwei Stacks mitnehmen. Und Filter definitiv, aber jetzt halt so welche. Wobei ich auch noch sagen kann, komm, ich mach noch ein paar. Aber ich mache auch ein paar Basics. Ich mach mal 8 von den größeren. Oh, ich habe keine. Kein Hopper mehr. Okay. Dann machen wir jetzt ein paar. Dann brauche ich so, komm, machen wir Stack fertig. Oh, kein Papier mehr. Das ist schlecht. Oh ne, stopp. Ich brauche Papier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also wie gesagt, ob jetzt eine ganze Fabrik wird. Dass ich solche Rezepte einspeichern kann, komplett weiß ich noch nicht, ob ich es mache. Es wäre eine super gute Idee. Aber ich glaube, es hat wirklich Probleme mit dem Server irgendwann, dass es irgendwann anfängt zu laggen. Und ich glaube, das bleibt auch nicht aus. Welche Bienen packe ich da rein? Wir gehen mal eben kurz zu den Wasserbienen. Dass ich die mal kurz nochmal laufen lasse. Weil ich habe einmal Claybienen dabei und die würde ich gerne auch noch da reinbauen. Was sagt denn hier unser. Ah, der hat, glaube ich, kein Fertilizer mehr, ne? Damit er die. Nee, hat er nicht mehr. Aber wir können wieder ein paar Zitrusbäume reinwerfen. Hätte ich vorher daran denken können. Ich hätte eine ganze Chest dahin machen sollen mit Fertilizer. Brauche ja immer was. Ja, das muss. Wie gesagt, das muss, oh, hallo? Doppellettertaste. Ja, hier funktioniert, sieht man das. Dann fehlt halt ein Balken oder ein Doppellettertaste ist dann grauenhaft. Fertilizer. Den müssen wir bauen. Und dann habe ich den gebaut, stimmt.
ich den anderen nicht bauen kann oder den anderen nicht benutzen kann dafür. Nein, kann ich auch bauen. Den mit den Strings, aber ich habe mehr Sulfur. Ich habe Sulfur in Massen. Da kann das ruhig weg. So, jetzt wachsen die Bäume wieder. Und wir können weiter Lemmwood ansammeln. Beziehungsweise auch noch Pullbein oder Pullbean. Hier sieht man es. War ja vorher nur Lilypads um dem Ding. Und jetzt hat sich ausgebreitet. Und hier sieht man noch sehr, sehr stark, wie die Bienen sich auch ausweiten. So, da muss ich, glaube ich, mal noch ein Stack rausnehmen, damit er auch Platz da findet. Hier oben sind die Riverbienen. Die habe ich erst neu gemacht. Die sollen natürlich dann auch ausgeweitet werden, beziehungsweise da Clay da drin ist, dass ich das auch ein bisschen schmelzen kann und dann zur Funktion bringen. Ja, das Feld muss auch noch weg. Das ist ja auch noch provisorisch. Weil ich da ja mit den Melonen was machen könnte. Nesserwarzen für Tränke. Ach stimmt, ich glaube, das kennt man ja noch hier, ne? Das hatte ich ja, glaube ich, gebaut. Mit der Öffnung, jetzt wollte ich nur nach oben. Das wollte ich euch ja auch noch zeigen. Das haben wir hier. Hier kann man DNA rausschöpfen. Die habe ich schon mal ein bisschen hier vorbereitet. Also aus bestimmten Pflanzen die DNA rauszuziehen. Besteht natürlich von woher. Und hier ist eine Mutation, also die Größe. Was es ist. Hier ist zum Beispiel das Spezielle, wo.